Felder und Waldrand bei Hattershausen abgebrannt. Am Montagnachmittag gegen 14.47 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises einen Flächenbrand bei Hattershausen. Zwei Weizenfelder standen in Waldnähe in Vollbrand, auch der Waldrand stand in Flammen. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Mähdrescher, sagte Frank Göbel, Stadtbrandinspektor der Stadt Schlitz. Es wurden rund 4 Hektar Getreidefelder verbrannt sowie rund 3 Hektar umliegende Fläche. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rund 40 Einsatzkräfte, eine Streife der Lauterbacher Polizei, Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland sowie rund 10 Landwirte waren vor Ort.